Lass uns heute über Retinol sprechen. Viel Spaß! Retinol ist eine andere Bezeichnung für Vitamin A. Dieser Stoff ist in der Lage, sich beinahe an jede Hautzelle zu haften und dieser die Information zu geben, sich wie eine junge Hautzelle zu verhalten. Retinol ist ein Antioxidant, das freie Radikale abfängt, denen wir tagtäglich ausgesetzt sind. Retinol ist auch bei Akne und zu Unreinheiten und Ekzemen neigender Haut zu empfehlen. Es gleicht Hautverfärbungen aus und Falten, die durch viel Sonne entstanden sind. Retinol stimuliert die Kollagenproduktion. Retinol ist deswegen so wirksam, da der Stoff zerlegt und in Retinolsäure umgewandelt werden kann, sobald der Stoff von der Haut absorbiert wurde. Andere wirksame Stoffe von Vitamin A sind Retinolacetat, Retinylpalmitat und Retinaldehyd. Retinolsäure ist der Stoff, der die Hautzellen beeinflussen kann. Retinol kann bei vergrößerten Poren helfen, sofern diese nicht genetisch groß sind. Bitte kaufe Retinol ausschließlich nur in lichtundurchlässigen Flaschen, die zusätzlich verhindern, dass Luft an das Produkt herankommt. Vitamin E wird nämlich von der Qualität her schlechter durch Licht und Luft. Nicht alle Hauttypen vertragen Retinol gut und es kann zu Hautreizungen kommen. Hautreizungen sollten binnen einer Woche verschwunden sein. Ist dies nicht der Fall, muss das Produkt abgesetzt werden. Retinol benötigt eine Angewöhnungsphase. Verwende das Produkt nach Möglichkeiten am Anfang nicht täglich. Du kannst das Produkt aber auch in deine Tagescreme mischen und dich langsam herantasten. Erhöhe die Hauttoleranz durch eine Nachtcreme, eine mild formulierte Reinigung oder durch ein gutes Serum. Wenn Retinol dem Sonnenlicht ausgesetzt wird, kann dieses instabil werden. Retinol kann auch tagsüber aufgetragen werden, wenn man einen guten Sonnenschutz aufträgt. Hast du bereits schon Erfahrungen mit Retinol gemacht? Schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Meine Quelle ist heute Paula's Choice. Den Online-Shop möchte ich euch auch selbstverständlich verlinken und die Quelle, also den Artikel, auf den ich mich bezogen habe, auch. Du guckst unten in die Infobox rein. Es gibt noch einen zweiten Online-Shop. Guckst du auch rein? Da gibt es vegane Produkte. Paula's Choice ist tierversuchsfrei, aber nicht alle Produkte sind vegan, geschweige denn auch gekennzeichnet. Man kann das über CodeCheck herausfinden beispielsweise. Aber der andere Online-Shop, der hat vegane Produkte. Was ich jetzt zum Beispiel ganz interessant fand. Ich kenne die Produkte aber nicht, also da auf eigene Gefahr. Der hat aber Retinol-Produkte, die gekoppelt sind an andere Inhaltsstoffe. Kannst du gerne mal ausprobieren und mir, wenn du möchtest, auch mitteilen, wie du es gefunden hast. Wenn du gute Erfahrungen oder auch schlechte Erfahrungen mit Retinol gemacht hast, schreib das gerne unten in die Kommentare. Ich habe bereits schon ein paar Inhaltsstoffe durchgenommen. Die kannst du dir hier gerne anschauen. Da ist ein Ordner drin. Ich sage danke fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!